Mein Name ist Sergio Neigert, bin Veranstalter der lebenden Riesenspinnen- und Insektenausstellung, habe hobbymäßig schon über 17 Jahre mit Vogelspinnen, Insekten, Amphibien zu tun und seit 7 Jahren betreibe ich jetzt die Spinnen- und Insektenausstellung. Hatte früher selber eine starke Spinnenphobie und bin heute unterwegs, um auch den anderen Spinnenphobiker zu helfen und die Tiere näher zu bringen. Vogelspinne ist giftig, hat die Giftklauen, kann theoretisch gesehen jederzeit zubeißen. Ich kann nichts garantieren, bin auch nicht versichert. Keine Versicherung nimmt mich auf. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich seit 17 Jahren Erfahrung habe mit den Tieren, seit 7 Jahren die Ausstellung betreibe. Bis jetzt wurde auch noch nie irgendein Besucher gebissen. Selbst wenn es so wäre, würde ich es natürlich nicht erwähnen. Wer traut sich denn, die Spinne als Erster auf die Hand zu nehmen? Hände nicht wegziehen, ganz wichtig, okay? Keine Angst, der macht keine Angst, absolut keine Angst, okay? Alles ist gut, keine Angst. Ist okay? Ja. Brauchst du keine Angst? Ich habe heute früh mit der Vogelspinne gesprochen. Wenn die Lust hat zuzubeißen, soll sich jemand von dir wachsen. Ein Foto. Ich mache jetzt die Hand weg, okay? Okay, halt die Hände einfach. Mit Foto. Cool. Schaust du mal zu mir, junger Mann? Wie war das denn mit der Spinne? Es hat sich kitzlig angefühlt. Irgendwie so ein bisschen. Kitzlig? Mhm. Und hast du jetzt noch Angst? Nö.